Dann legen wir doch mal los. Ich will noch ein Vollbild draus machen. Das war gerade der Plan. Danke für den Hinweis. Ja, wie gesagt, eingangs schon viel Neues gehört von ML-Software und der Specific Group, die ja auch im IBMI-Bereich, so wie wir auch, ihren Fokus findet oder hat. Und was natürlich für alles, was man dort modernisiert, natürlich benötigt wird, sind natürlich nach wie vor IBMI-Systeme, die wir alle natürlich sehr schätzen und auch in der Regel selber alle im Einsatz haben. Und alle paar Jahre ist da auch wieder mal, wie jetzt aktuell Power 10, eine Generations Ablösung anstehend und im Zuge dieser Ablösung wird natürlich, sagen wir, die Workload in der Regel immer wieder mal auf neues Blech bewegt und je nachdem, was für eine Ausgangslage die ich da bei mir vorfinde, habe ich natürlich unterschiedliche Herausforderungen. Bedeutet, wenn ich halt meine Maschine oder meine Maschinen im besten Fall, wir wollen ja auch immer verfügbar sein, also zwei Maschinen besitze, ist das natürlich etwas charmanter. Wenn ich externe Storage mache, sagen natürlich viele, ach, ist doch einfach. Ich hänge, weil ich alles von meiner IBMI auf dem Storage liegen habe, einfach die Storages an den neuen Server und dann bin ich mit der Migration fertig. Und das war's. Grundsätzlich, ja, prima, geht so. Aber wir haben auch viele Kunden, die eben das so nicht machen. Zum einen, weil sie interne Platten nutzen, zum anderen, weil ihre Zielsysteme gar nicht auf demselben Campus stehen oder auch einfach sie planen auch möglicherweise Instanzen aufgrund von Skill-Schwund in Rente gehendem Skill in auch einer Cloud mal zu testen und zu nutzen und damit auch den Betrieb, den tagtäglichen Betrieb ein Stück weit auszulagern. Das komplette Cloud-Konzept sehen wir nicht so häufig. Was wir sehr häufig sehen, ist aber aktuell ein hybrides Setup, wo eine Maschine beim Kunden steht und eine in einem Rechenzentrum eines Dienstleisters. Das ist der Partner A bis Partner Z oder aber auch gleich die IBM oder einer der anderen Hyperscaler. Und das ist auch etwas, was immer mehr zu sehen ist und auch IBM ja klar als Statement rausgegeben hat, dass ihre Infrastruktur generell über alle Plattformen den Fokus Cloud hat und da auch das größte Investment reingeht. Dem können wir uns also nicht verschließen und haben uns damit natürlich beschäftigt und wir haben jetzt hier aus unserem Verfügbarkeitsportfolio auch eine separate, komplett eigenständige neue Migrationslösung entwickelt und die haben wir auf den Markt gebracht. Und was das hier so besonders macht und was heute ein wirkliches Novum ist, ist einfach, dass diese Lösung halt auch nicht wie herkömmliche IBMI-Softwarelösungen auf das System gebracht und deployed werden. Hier gehen wir einen ganz neuen Ansatz, der auch eher diesem Ansatz der Epifizierung entspricht. Und der auch Richtung möglicherweise Selbstbedienung zielt und der schlank und schnell ist. Und mehr dazu später. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Spannungsbogen aufbauen können. Wir steigen mal ein und erzählen natürlich auch mal, wie mein Vorredner, auch ein bisschen was zu uns. Die TSP ist deutscher Softwarehersteller, macht das seit ihrer Gründung 1984 auch sehr erfolgreich in Deutschland, aber auch im Rest der Welt. Wir sind bereits seit 1985 IBM Business Partner auf globaler Ebene geworden. Und unsere Gründungsgesellschafter sind heute noch im Unternehmen tätig. Und wir haben zwei große Business Lines. Das einmal ist das Warehouse Management und einmal das Business Continuity Line of Business. Und darüber, über die letztere, also Business Continuity Line, sprechen wir heute. Wir entwickeln nach wie vor alles in-house in unserer Garage, die Sie rechts oben sehen. Ja, schon ein bisschen größer als eine Garage in der Zwischenzeit geworden. Und ja, Entwickler und Supporter von uns sind so international anerkannt, auch eben von IBM anerkannt, weil wir eben gemeinsam mit IBM auch an deren Redbooks kräftig mitschreiben. Das ist nochmal ein visueller Abriss unserer, ja, Firmengeschichte. Da sieht man mal, wenn man drauf schaut, ohne jetzt die Details alle jetzt hier besprechen zu wollen, dass das schon auch ein langer Weg ist, auf den wir zurückschauen können. Wir haben heute etwas mehr als 64 Mitarbeiter, alles Power-AI-Experten und wir sind aktuell in 45 Ländern aktiv und wir haben circa 690 Kunden, die wir hier auch mit unserer Mannschaft großenteils betreuen. Und da sind viele spannende Projekte dabei. Das erste richtig große HA-Projekt war dann bei C&A europaweit bereits 1991. Ist auch schon wieder ein paar Tage her. Vielleicht noch zu erwähnen, seit 2021 sind wir auch im Zuge einer Altersnachfolgeregelung Teil der großen Encom Group geworden, die ja auch auf Power-AI eine elektronische Akte entwickelt.
Und diese Eheakte, die sie dort entwickelt, wird überwiegend in deutschen Behörden eingesetzt. Das passt also vom Set, auch vom Skillset wunderbar zu TSP. Und damit sind wir natürlich auch für die Zukunft gut aufgestellt und unser Team wächst stetig und wird auch im IBMI-Bereich entgegen dem Trend immer größer. Ja, worum geht es heute hier? Cloud-Migration oder generell Migration? Migration bedeuten generell erstmal Unterbrechungen des normalen produktiven Betriebes und damit sind sie immer entsprechend ja, nicht so gern gesehen, weil sie einfach den Alltag unterbrechen und oft auch mit unvorhersehbaren Überraschungen aufwarten. Das ist nicht unbedingt immer im Hardware-Bereich zu finden, diese Überraschung, sondern eher öfter mal auch vielleicht im Software-Stack, der dann möglicherweise Neuerungen bringt, die vielleicht nicht so ja, auf dem Schirm eines jeden waren, der sich mit dieser Migration beschäftigt hat oder beschäftigen musste. Ich sage nur IBMI 7.5 mit ganz neuen Sicherheitsstufen und Berechtigungskonzepten. Da sind viele Geschichten im Betriebssystem ab Werk, ab Standard nicht mehr aktiv aus Sicherheitsgründen. Man muss sie erst wieder aktivieren. Weiß man das nicht, macht man das nicht, steht man da und versteht die Welt nicht mehr. Aber noch viel schlimmer, man hat keine produktiven Anwendungen mehr und die kann man damit auch seinen Mitarbeitern nicht mehr zur Verfügung stellen. Also nicht so cool. Wäre immer schon besser, wenn man das testen könnte, ohne dabei die Produktivität des Unternehmens zu beeinträchtigen oder überhaupt einen mangelnden Failback zu haben, mit dem ich das Ganze quasi parallel zum Tagesbetrieb machen kann. Ja? So, Probleme, ja, wie gesagt, sind eben fehlende Anwendungstests. Probleme könnten auch sein, ich habe eine Maschine geleast, die soll zurück, ja, zum Leasinggeber. Die neue steht da schon, aber wenn sie nicht läuft, hilft mir das auch nicht, meinen Laden zu schmeißen. Nicht so schön. Ja, und wenn ich das Ganze mit einem klassischen Save and Restore mache, weil ich mir da sehr sicher bin, dass das zumindest der beste Weg ist, eine leere Maschine aufzubauen, dann habe ich ab und zu doch auch durchaus mit Bandproblematiken zu kämpfen, wie dass das Band vielleicht nicht, sage ich mal, das beste oder zuverlässigste Medium ist. Oder auch wenn ich bei Bandmaschinen einen Generationswechsel habe, die sind ja immer zwei Generationen rückwärts kompatibel. Aber was ist, wenn ich da jetzt ein neues System habe und ich habe da vielleicht mal eine Generation übersprungen und ich muss da erst umkopieren von Bändern erledigen, damit ich einen Restore machen kann. Ja, und wenn wir eben mal Richtung moderner Welt gehen, auch Zeitfenster für eine entsprechende Save and Restore Situation, um eine neue Maschine aufzubauen, dann kann man schon sagen, dass das Band immer mehr wie die CD im Musikbereich dem Streaming, so würde ich es jetzt mal übersetzen, sich ergibt. Und da es im IBMI-Bereich ein quasi Server-Streaming auf einen anderen leeren Server bis dato nicht gab, haben wir gedacht, das wäre doch mal ein Ansatz, den es sich lohnt zu entwickeln, da wir einen großen Teil des Technologie-Stacks ja bereits durch unsere Hochverfügbarkeit und Disaster-Recovery-Lösung sowieso entwickelt hatten, war das der nächste logische Schritt. Und wenn man virtualisierte IBMI-Systeme heute hat, auch weil die ja immer stärker werden, geht da der Trend Richtung Virtualisierung, weil man natürlich mehr Workload auf einem physischen Blech betreiben kann. Und es ja auch schade ist, wenn so eine schicke IBMI-Maschine mit deren Leistungsfähigkeit und deren auch natürlich Preisschild gerade mal im Regelbetrieb mit 5 bis 10% Prozessorauslastung gefahren wird. Also mehr Workload drauf, wenn das vom Kunden nicht benötigt wird, dann ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn man sich so eine Maschine mit jemand anderem teilt, weil man die ja durch die LPAS sauber trennen kann. Und genau das hat IBM gemacht und bietet die jetzt, diese Systeme jetzt eben im IBM Power Virtual Server Rechenzentrum weltweit an. Das sind also nicht ein Rechenzentrum, sondern mehrere. Die stehen in jeder Geolokation auf jedem Kontinent. Wir hier in Deutschland, auch wegen DSGVO, haben aktuell zwei Rechenzentren allein in Frankfurt. Die sind völlig separiert. Da ist wiederum auch nochmal innerhalb der Rechenzentrum eine Segmentierung zwischen der Intel-Welt und der Power-Welt. Und auch wenn ich meine Power-AI-Instanz dort habe und dort beherberge oder dort von IBM miete, ist es definitiv eine IBM-Maschine, die in einer privaten Cloud steht. Die ist zwar Cloud, aber die steht definitiv nicht im Internet. Die erreiche ich nur über ein VPN. Ja, das heißt, die Sicherheit ist genau die gleiche wie bei mir zu Hause im Rechenzentrum, aber mit noch ein paar mehr Sicherheitsstufen, denn selbst IBMer oder auch Mitarbeiter von Partnern bekommen auch auf diese Rechenzentren in der Regel überhaupt keinen Zutritt. Das geht alles nur remote und
gibt es natürlich definitiv auch natürlich entsprechende Sicherheitsvorkehrungen wie Zutrittskontrollen, mechanische Schutz und mechanische Sicherheit, Videoüberwachung, Argongas, Löschanlagen, Dieselgeneratoren, alles das, was in der Regel für einen einzelnen Kunden auch aus dem Mittelstand in Deutschland eine schon ziemlich hohe Aufwendung in finanzieller Art bedeutet, das alles für seine eigenen Systeme hier zu stellen und auch vor allen Dingen zu warten, zu pflegen und zu unterhalten und auch im Notfall in der Bedienung zu beherrschen. Ja? Und deswegen ist dieses ganze Thema Power4S immer mehr en vogue, kann man sagen, und auch immer interessanter, weil auch dort kann ich mir natürlich mal einfach eine Kopie meiner Maschinen, die ich heute habe, erstellen. Die zahle ich nur so lange, wie ich sie aktiv eingeschaltet nutze. Und ich kann die natürlich auch für Anwendungsmodernisierung nutzen, indem ich das einfach auf dieser Maschine mache und damit mein Tagesgeschäft in keinster Form tangiere. So, und da ich schon erklärte, dass das ganze RZ-Thema in Frankfurt so hermetisch abgeschottet ist, ist es äußerst schwierig bis hin zu nahezu unmöglich, ein physisches Backup-Band meiner Maschine dort zu übergeben, um die dort einzulesen und ich meine quasi eigene IBMI dort wieder aufleben zu lassen. Denn auch dort ist es ja so, da es virtuelle Ressourcen sind, es müsste ein physisches Bandlaufwerk dieser Ressource zugeordnet werden. Da müsste dann ein Restore stattfinden, dafür müsste jemand das Band entgegennehmen. Ich müsste es erstmal erzeugen, mit einem sicheren Kurier dahin transportieren. All das ist Zeit und Geld. Und da haben wir halt eben gedacht, das können wir halt besser machen. Es gab schon auch Lösungen, die sich damit beschäftigt haben. Die kommen vor allen Dingen aus dem Bereich Backup und das sind die virtuellen Tape-Lösungen. Und diese virtuellen Tape-Library-Lösungen, die sind so konzipiert, dass sie heute hergehen können und können von ihrer lokalen IBMI-Maschine in ihrem Rechenzentrum mit einer virtuellen Tape-Library, die sie natürlich auch erstmal mit entsprechendem Anschaffungswiderstand kaufen müssen. Ich glaube, wir reden da so um ca. 50.000 Euro. Wenn Sie die angeschafft haben, da gehören natürlich auch Platten wiederum dazu, weil die virtuellen Bänder, die Sie erstellen, brauchen ja auch genau den gleichen Platz, den Ihre IBMI heute auch schon belegt. Also ist das ein ziemliches Invest, aber wenn Sie das mal investiert haben, können diese Bandbibliotheken virtuelle Tapes erzeugen und die kann man dann mit einem Gegenstück, also das gleiche virtuelle Tape-System müssten Sie in der Cloud auch kaufen und buchen. Dann können diese Bandbibliotheken über Nacht asynchron, also auch ohne Latenzproblematiken, ihre virtuellen Tape-Sicherungen über die Leitung ins Rechenzentrum transportieren der IBM und dort dann ein Restore auf eine IBMI-Maschine machen und somit ihre Workload dahin bekommen. Aber immer nur mit sehr viel Aufwand. Und wenn Sie die 50.000 Invest mal 2 nehmen, sind Sie bei 100.000, nur um das mal machen zu können. Und wenn Sie es nur zum Testen wollen oder nur zum möglichen Entwickeln und Testen von Anwendungen, ist das schon ein Riesenprojekt mit einem Riesenbudget. Und da haben wir uns halt überlegt, warum das Ganze nicht stark vereinfachen. Ich sagte ja eingangs schon, so eine Art Streaming wäre schon ganz cool. Und deshalb haben wir nämlich das BUS4iMigrate 23, das nennen wir auch System Copy genannt, entwickelt. Denn was wir da machen ist, wir installieren ein Stück Software auf Ihrem On-Premise-System. Das wird dann im Prinzip einfach nur eingerichtet. Es greift an die IBM Backup-Schnittstelle und es macht dann den wunderbaren Trick, dass es eben auf Ihrem eigenen System, wo Sie möglicherweise gar keinen Plattenplatz mehr haben, auch keine Daten ablegt, sondern das, was gesichert werden soll, wird direkt über eine IP-Verbindung, also in dem Fall natürlich ein VPN, damit es gesichert ist, in das Rechenzentrum der IBM übertragen oder Ihres Businesspartners und dort im selben Moment, wo es ankommt, auch bereits restored. Das heißt, wir haben also ein Save, Copy, Restore in einem einzigen Arbeitsschritt verpackt und auch natürlich mit einer gewissen Intelligenz, dass ich natürlich auch Leitungslatenzen, Toleranzen, Unterbrechungen von Leitungen komplett ausgleichen kann. Das führt dazu, dass dieses Produkt System Copy Migrate 23 eine komplett autarke, autonome und vollautomatisierte, kann man sagen, Kopie Ihres IBMI-Systems in die Cloud erzeugen kann und das sogar bei unterschiedlichen Betriebssystemständen. Das heißt, wenn Sie heute noch auf 7.3 sind, können Sie in der Cloud, hat man meistens das Modernste, dennoch auf eine leere 7.5er Maschine, ne, einfach Ihre Workload verschieben und die dort auch testen. Und das können Sie machen parallel zu Ihrer aktuellen Produktivumgebung. So, und wie schon mal erwähnt,
Diese Gedanken kommen einem, wenn man eben in die Cloud migrieren will. Cloud finden alle toll, aber die sagen, wie komme ich denn dahin? Ich will ja kein leeres System haben und das mal testen, wie ich das handhabe. Denn man darf ja auch nicht unterschlagen, wenn ich Cloud mache, dann bedeutet das nicht, dass ich ein Outsourcing in der Form habe, dass ich nichts mehr tun muss. Das ist eine ganz irrige Annahme. Und Cloud bedeutet nur, die Kiste steht woanders. Ich kann mir die Ressource auf Zeit entsprechend mieten, ich kann sie skalieren und sizen, auch on the fly. Je nach meinem Tagesbedürfnis kann ich das Ding mit einem Viertelcore laufen lassen oder mit 256 Cores. Das liegt ganz bei meinem Portemonnaie und meinen geschäftlichen Anforderungen. Und das macht natürlich die Cloud hochflexibel und auch preislich durchaus interessant. Nicht für jeden Einsatzfall, aber für viele. Und ich würde sagen, das wird sich in Zukunft sicherlich auch noch stärker dahin verlagern. Vor allen Dingen, wenn ich Ihnen gleich mal zeige, wie wir eigentlich auch unsere Lösung für diesen Einsatzzweck, den ich Ihnen gerade beschrieben habe, Ihnen zur Verfügung stellen können. Das ist eine ganz neue Delivery-Methode, die es bis dato so in der Form für PowerEye noch nicht gegeben hat. Ja, natürlich auch je nachdem, welche Variante ich wähle, habe ich unterschiedliche Kosten. Wie eingangs erwähnt, wenn ich natürlich das Band physisch erzeuge, es tatsächlich noch da jemand entgegennimmt, muss ich den Kurier bezahlen, ich muss es erzeugen, ich muss es transportieren und einlesen lassen. Dann kann ich mal mit locker 3 Tagen Arbeit und Zeitaufwand rechnen. Wenn ich das alles online mache, können Sie sich ausdenken, dann muss ich gar nicht dabei sitzen, das kann die Lösung auch überwachen. Und dann habe ich nur wenige Minuten bis zu wenigen Stunden Zeit nötig, um meine historische IBMI, die ich 30 Jahre gehegt, gepflegt und weiterentwickelt habe, auf eine leere Cloud-Instanz zu bekommen. Ja, das Ganze haben wir natürlich nicht ganz alleine auf die Beine gestellt, denn das ist aus einer über 2-jährigen Kooperation mit IBM entstanden. Das Ganze fing an, indem wir halt mit unserem Mitarbeiter, dem Herrn Louis Silva, mit den IBM-Kollegen an den Power Systems Virtual Server Guides geschrieben haben. Und da haben wir halt gemerkt, dass da im Konzept der IBM, was toll ist, durchaus auch Ansätze sind, die für unseren Geschmack Lücken aufweisen, die man optimieren kann. Und da wir klein und schnell sind mit unserer mittelständischen deutschen Unternehmung, haben wir uns natürlich da auch entsprechend mit eingebracht. Und da wir weniger administrative Overheads haben als IBM vielleicht, konnten wir da, glaube ich, recht zügig große Fortschritte machen und auch einen riesen Beitrag leisten. Und da danken wir sehr dem Herrn Dr. Rother, den Sie heute Morgen schon gehört haben. Ich knüpfe auch so ein bisschen an seinen heute früh gehaltenen Vortrag von 9 Uhr an. Da waren ja auch schon mal so Hinweise auf das, was wir hier gemeinsam tun, drin, wenn Sie die Easter Eggs dort gefunden hatten. Und ja, Herr Schätzle und sein Team und Herr Dr. Rother und sein Team, das ist natürlich eine Teamleistung. Also wir haben hier wöchentlich Kontakt zu den Kollegen, die bei IBM in Indien sitzen und die Cloud für IBM entwickeln und auch in den USA, um das, was wir hier Ihnen heute zeigen, auch überhaupt möglich zu machen. Das hatten Sie heute Morgen schon mal gesehen bei Herrn Dr. Rother. Und was wir hier können, ist eben, wie schon eben eingangs mal beschrieben, eine rein IP-basierte Datensynchronisation. Und dafür brauche ich nichts anderes als einfach nur eine Netzwerkverbindung zwischen meinem Rechenzentrum und meiner Maschine. Die muss jetzt auch nicht aus Glasfaser bestehen und nicht einen Gigabit Bandbreite bieten, sondern das können auch wirklich herkömmliche, vernünftige DSL-Verbindungen sein, deren asynchrone Upload ja auch nicht der dickste ist. Aber je weniger Bandbreite, die ich jetzt habe, desto länger dauert einfach nur die entsprechende Synchronisation. Wenn ich Zeit habe, kann ich es einfach laufen lassen und irgendwann ist halt fertig. Ja? Und dann bin ich halt im Rechenzentrum angekommen. Was wir hier sehen, ist dann auch schon der Step 2. Den sieht man hier quasi auf der rechten Seite, denn wenn ich einmal meine IBMI im RZ habe, möchte ich vielleicht auch die IBMI im RZ, ja, als Failover-Instanz möglicherweise auch dort regelmäßig sichern und dann möchte ich dort Backups erzeugen. Nun ist es halt so, dass die PowerEye-Systeme in der Cloud sehr, 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 sehr schnelle SSDs haben, der allerneuesten und teuersten Bauart. Und natürlich ist es da, wenn ich die für Backups nutze, ein wenig teuer, die dafür zu vergewaltigen. Also geht man her, und da haben wir für auch entsprechende Tools geschrieben, um eben entsprechend diese dort erzeugten Tapes immer dann, wenn man sie nicht, sage ich mal, vom Vortag nochmal Sicherheitsgründen auf der Maschine haben möchte, einfach in den günstigen Cloud Object Storage
auslagert und dort speichert, denn hier haben wir gerade mal über den Daumen Speicherkosten von roundabout 8 Dollar pro Terabyte. Das ist eine ganz andere Hausnummer als für ein Enterprise-Class SSD im NVMe-Bauart, die natürlich ein wenig mehr Anschaffungswiderstand hat und überhaupt keinen Sinn macht, dass diese hier die entsprechenden Bandsicherung auch noch die virtuellen Bandsicherung aufbewahrt. Ja. Aber worum es hier geht, ist halt, dass wir von Ihrer Maschine on-prem in die Cloud rein per IP-Verbindung die gesamte Maschine mit allem, was drauf ist, einfach replizieren können in einem einzigen Step. Damit Sie diese Lösung auch selber einsetzen können und uns gar nicht mehr dafür brauchen würden, wir bieten natürlich auch an, Sie dabei zu unterstützen mit uns und unseren Partnern, haben wir eine ganz neue Delivery-Methode entwickelt. Das hat IBM natürlich auch im Zuge der ganzen Cloudifizierung der Rechenzentren natürlich auch stark mit angeregt. Wir sind weltweit die zweite Lösung, die für Power VS auf PowerEye hier von IBM zertifiziert und ratifiziert wurde für den globalen Vertrieb in 175 Ländern. Und Bus for Ice System Copy Migrate 23 können Sie, indem Sie einfach auf cloud.ibm.com gehen, dann können Sie oben auf diesen Katalog drücken. Dafür müssen Sie nicht mal ein Konto haben. Das geht auch mit einer normalen öffentlichen Webseite. Und dann können Sie im IBM Cloud Katalog nach Migrate suchen und dann werden Sie das System Copy finden. Ja? Wenn Sie das einsetzen wollen, müssten Sie grundsätzlich nur hergehen, sich mit einer Firmen-ID bei IBM anmelden und natürlich bei IBM, wie bei jedem Online-Konto, über das man was einkaufen möchte, das ist genau wie bei Amazon. Sie geben Ihre E-Mail-Adresse an und eine entsprechende Kreditkarte oder Zahlweise der Firma, mit der Sie das hier beziehen wollen. Und dann haben Sie schon die Möglichkeit, über den Katalog, ja, nicht nur Apps wie unsere, sondern auch komplette, das sieht man jetzt hier nicht, aber das, wenn Sie da reingehen, werden Sie es sehen. Sie können die komplette von IBM denkbar mögliche Infrastruktur über diesen Browser sich in einem Rechenzentrum wie IBM weltweit erstellen. Da muss man natürlich erstmal Luft holen. Also das heißt, das fängt an bei Intel, das können aber auch Apple-Server sein, genau wie Power-i oder Power-ix-Maschinen, die dort einfach zu buchen sind, in unterschiedlichen Ausprägungen. Wenn Sie das getan haben, können Sie das Netzwerk konfigurieren, das Sie sich vorstellen und wünschen. Und danach können Sie die Maschine mit Images und Apps betanken, wie Sie das für Ihren geschäftlichen Bedarf benötigen. Und das machen Sie heute alles aus einem Browser. Sogar auch, und das muss man ja mal betonen, für eine Power-i-Maschine. Und das Ganze ist dann auch natürlich auf eine Art Self-Service ausgelegt. Und wenn Sie das jetzt in dem Fall bei uns machen, das ist natürlich ein spezieller Fall. Das ist zwar hier über die Cloud beziehbar, aber weil wir ja in die Cloud auch migrieren, haben wir einen ganz besonderen Dreh finden müssen, nämlich dass ich imstande bin, meine On-Premise-Maschine in meinem Keller über die Cloud und den Kauf der Lösung in der Cloud auch auf meine On-Prem-Instanz zu bringen. Das läuft technisch so ab, dass Sie, wenn Sie hier draufklicken und sich für den Erwerb der Lösung entscheiden, dass IBM natürlich das von Ihrem Guthabenkonto abbucht. Wir bekommen die Anfrage von IBM mitgeteilt. Wir fragen Sie nochmal nach Ihren On-Premise-Maschinen, IBM-i-Daten. Wir brauchen ja auch Ihre Seriennummer für die Lizenz-Key-Erstellung und so weiter und so fort. Das generieren wir nach dem Eingang Ihrer Mitteilung und dem Kauf der Lösung vollautomatisch und stellen Ihnen rund um die Uhr, egal in welchem Land Sie das jetzt anfragen, unsere Lösung und die entsprechenden Lizenzschlüssel zur Verfügung. Sie bekommen dann auch einen Download-Link und Sie laden dann einfach die System Copy Software runter und es gibt ein kurzes Installationsanleitungshandbuch. Das umfasst aber leider, es umfasst auch nur lediglich 4 Schritte, respektive 5 Schritte und schon können Sie Ihre gesamte IBMI, die Sie seit ewigen Jahren haben und betreuen, mit diesem einfachen Tool in die Cloud vollständig migrieren oder auch eben selektiv migrieren. Das geht auch. So, und wenn man das nochmal so einfach etwas zusammenfasst, was jetzt so unglaublich einfach klingt, es ist wirklich so einfach. Sie gehen halt her, Sie brauchen erstmal in der Cloud eine Power-i-Instanz. Das können Sie bei IBM, wenn Sie in dieser Cloud im Katalog sind, einfach erstellen. Was ich vielleicht mal, da werde ich nochmal zurück Ihnen zeigen möchte, sehe ich hier leider nicht. Dafür müsste ich jetzt den Webbrowser aufmachen. Machen Sie es mal selber.
Wenn Sie hier drin sind, haben Sie hier oben einmal den Katalog. Aber Sie werden auch, wenn Sie jetzt noch nicht angemeldet sind, den Kostenschätzer sehen. Das heißt, Sie können auch einfach, darum ist er, da ist der Taschenrechner, Sie können einfach Ihre Wunsch-IBMI-Maschine, von der Sie immer geträumt haben, hier zusammenstellen und rechts steht Ihnen dann schon komplett Transparenz der monatliche Mietpreis sichtlich zur Verfügung. Da gibt es keine Anfragen, die hin und her geschickt werden müssen, da gibt es kein Rumraten. Da steht sofort, was der ganze Spaß Sie kostet. Tipp: Gehen Sie auf Ihren Businesspartner zu. Der kann da für Sie den einen oder anderen Goodie aushandeln, weil er die Volumenmodelle dahinter auch noch kennt. Aber im Regelfall ist das schon an dem, was Sie heute kennen, ganz nah dran. Und vor allen Dingen können Sie es vorher einfach selber zusammenstellen und Sie sehen halt, was kostet mich die Maschine mit der Art von CPU, der Art von Speicher und der Art von Memory. Und das, wie gesagt, einfacher und transparenter. Für PowerEye habe ich das auf der Welt noch nirgendwo gesehen. Also gehen Sie im Prinzip her, erstellen Ihre neue PowerEye-Instanz, Sie wählen aus, welches Betriebssystem-Image Sie haben wollen. Beispielsweise, Sie wollen auf den modernsten Stand, Sie gehen auf 7.5 und setzen die Instanz auf. Das dauert wenige Minuten, bis die Ihnen zur Verfügung steht. Ja, und Sie zahlen diese Instanz nur dann, wenn sie wirklich auch eingeschaltet ist. Also Beispiel für Developer-Instanzen natürlich sehr interessant. Wenn ich die gerade nicht zum Testen brauche, mache ich die aus, dann kosten die mich nichts mehr. Das Einzige, was dann noch Geld kostet, ist halt das Bereithalten der von Ihnen benutzten Festplatte für diese Instanz, denn Sie wollen ja nicht, dass Ihre Instanz, die Sie da hinmigriert haben, wieder gelöscht wird, sondern Sie wollen die dort aufbewahren. Natürlich können Sie die auch in ein Backup schreiben und weglegen, wenn Sie die länger nicht brauchen und dann wieder restoren. Das Einfachste in der Cloud ist halt, davon ein Image zu ziehen. Das dauert halt nur wenige Minuten. Und dann können Sie das Image nach Cloud Object Storage schieben und sich jederzeit von dort aus, wenn Sie es wieder brauchen, zum Testen heranziehen. Und dann kostet das zwischenzeitlich gar nichts und der Account läuft einfach zu einer Nullsumme weiter mit allen Möglichkeiten. So, wenn wir migrieren und Sie erstellen sich eine 7.5er Instanz, haben selber nur 7.3, sagte ich ja, ist für unsere Migrate-Lösung überhaupt kein Problem. Wir migrieren nämlich alles bis auf das Betriebssystem. Und damit stellen wir alles, was Sie dort auf Ihrer Maschine haben, so sauber wieder her, dass die Kopie Ihrer Maschine im Rechenzentrum unter 7.5 sein wird. Natürlich müssen Sie Ihre Anwendungen und auch Kompatibilitäten mit dem 7.5er-System selber testen und natürlich müssen Sie auch das 7.5er-System so einstellen, dass die neuen Security-Einstellungen, die erhöht sind von IBM ab Werk, für Ihre Bedürfnisse so angepasst sind, dass dann auch alles nach wie vor funktioniert wie unter 7.3. Ja? Wenn Sie das nicht können, das machen inzwischen auch nach wie vor die ganzen IBM Business Partner, die Sie heute betreuen, denn die sollten da auch fit sein, denn das ist nichts anderes als das Betreuungsmodell durch den Partner heute, nur eben verlagert an einen anderen Ort mit anderen Möglichkeiten der Management und Verwaltung und Automatisierung. Das macht es halt spannend, ja? Gerade wenn der Skill etwas schwindet. Dann als nächstes stellen Sie, damit Sie mit Ihrer, sage ich mal, nicht im Internet freistehenden PowerEye-Maschine, die Sie neu erstellt haben, kommunizieren können, eine VPN-Verbindung. Das gibt es von IBM in der Cloud als VPN as a Service. Kostenpunkt so roundabout, wenn ich mich recht entsinne, 50 Euro im Monat. Und schon haben Sie eine Verbindung von Ihrem Rechenzentrum mit Ihren IP-Adressen im Regelfall und der Instanz, die Sie bei IBM in der Cloud angemietet haben. Ja, dann gehen Sie auf die Katalogkachel oder Sie fragen das bei uns an oder bei Ihrem Businesspartner. Sie bekommen den Download-Link für Migrate 23. Sie laden sich's auf die Maschine runter. Und installieren es eben nur auf Ihrem System, das Sie bei sich in Ihrem Rechenzentrum stehen haben. Von dort aus wird dann eben das BusVI Migrate 23 Push installiert auf die Ziel-IP-Adresse, die Sie in der Cloud angelegt haben. Und damit findet dann quasi die Remote-Deployment-Installation auch automatisch statt. Wie das alles geht, wie das aussieht, wollen wir Ihnen gleich auch in einer Live-Vorführung zeigen. Wir haben dann mal ein Video komprimiert zusammengeschnitten, damit wir das heute in den Zeitplan reinbringen. Wenn ich so auf die Uhr schaue, könnte das alles noch ganz gut klappen und Sie können dann trotzdem pünktlich zum Mittagessen gehen. Und das Wichtigste, sage ich immer bei dieser Lösung Migrate 23, ist, dass Sie bei der Einrichtung der Lösung Ihre E-Mail-Adresse am Ende des Setups eingeben, weil wenn das einmal abgeschossen ist, der Befehl, dass die Maschine migriert wird, dann ist es halt wirklich so, dass Sie nichts mehr machen müssen. Sie müssen nur noch warten, bis die E-Mail in Ihrer Inbox ist, dass Ihre Workload und damit Ihre Maschine komplett zu PowerVS automatisch migriert wurde und die Migration abgeschlossen ist. Und Sie bitte mal schauen sollen, ob das alles, was da angekommen ist,
genau dem entspricht, was sie früher mal hatten und auch so lauffähig ist. Und das Ganze natürlich wohlgemerkt immer parallel zu ihrem tagesgeschäftigen Betrieb, so dass sie da keine Einschränkungen der Produktivität haben und auch nicht das Problem haben, dass sie dort wegen einer Migration aus dem normalen Betrieb aussteigen müssen. Ja? Wenn Sie Sachen nochmal nachsynchronisieren wollen, das geht natürlich auch. Sie können, wenn Sie einmal die Maschine in die Cloud transportiert haben, auch selektiv einzelne Komponenten nochmal einzeln auswählen und rüberschicken. Und das ist nicht immer nur alles oder nichts, sondern das ist wirklich selektiv, ganz granular im System, wie Sie es eben auswählen, einzelne Bibliotheken, User, Profiles etc. pp. Ja, also uns ist damit ja, kann man schon sagen, gelungen, was ganz Neues zu schaffen, nämlich eine ganz einfache, neue und komplett standardisierte Lösung fürs Cloud-Onboarding oder für jegliche Art von Migration, die ich jetzt neuerdings statt mit Band von System zu System im Streaming-Verfahren machen kann über einfaches Netzwerk. Das klappt natürlich on Campus genauso wie jetzt in dem Beispiel hier mit on Campus zu Cloud oder auch innerhalb der Cloud. Ja? Denn in der Cloud, das darf man nie vergessen, habe ich keinen direkten Zugriff auf den Storage, weil das alles eine Shared Infrastructure ist. Und wenn jeder den Storage verwalten könnte und könnte auf die Storage Tools zugreifen, gibt das ja ein heilloses Chaos. Also ist das, was wir hier machen, on-premise genauso funktional und ohne Einschränkung nutzbar wie auch in der Cloud. Das heißt, die Bedienung, die ich einmal lerne, kann ich überall einsetzen und muss mich nicht jedes Mal umstellen. Da würde ich jetzt mal an unseren Herrn Schätz übergeben. Das ist die Live-Demo, die Ihnen zeigen soll, wie einfach wir jetzt mit dem Restore-Befehl die Software runterladen und entsprechend auf unserer On-Premise-Maschine entpacken. Chris, vielleicht magst du jetzt mal deinen Part übernehmen. Gerne. Genau, also hier sehen wir dann, es wird zwischen zwei Systemen immer hin und her geschaltet. Einmal hier eben dieses schwarz-weiße ist das Produktivsystem. Und dann haben wir auf der anderen Seite später in Rot, glaube ich, das Backup-System. Und hier sehen wir auch schon Schritte, die dazu nötig sind, die Software zu installieren. Wir haben bloß eine Bibliothek restored und rufen dann danach einfach diesen Befehl auf, der die Installation auf beiden Systemen durchführt. Dafür müssen wir dann natürlich dementsprechend die IP-Adressen der Systeme angeben, sowie einen Usernamen, der genug Berechtigungen auf dem Zielsystem hat und verschiedene Systemdaten auch schon gleich, da das nicht nur installiert, sondern auch schon konfiguriert, vollautomatisch auf beiden Systemen. Deswegen füllen wir hier einmal alles aus und geben dementsprechend alle Angaben, die dazu benötigt werden können. Und drücken dann nur noch auf den Knopf, sobald alles ausgefüllt ist. Und Ist dann auch schon die geht es Installation dann im Prinzip eingerichtet, ne? genau. So, jetzt fängt er an, die erstmal die Daten zu übertragen auf das Backup-System. Also jetzt die Installationsdaten erstmal nur. Also wir Danach sehen jetzt die wird Push-Installation, kann man sagen, ja? genau. Wir haben hier unten dann natürlich den Status, was gerade übertragen wird. Also da spielt hier unten gerade die Musik. Hier sehen wir also auch die Target-Maschine, die heißt eben hier abgekürzt Cloud, ne? RZ Backup. Und IP-Adressen, wie wir sehen, die Cloud-Instanz hat jetzt die 45, Entschuldigung, die Lokalinstanz die 45, die Cloud-Instanz die 48. Hier wird kräftig übertragen und auch unsere Konfiguration, die wir hier gerade gemacht haben, komplett aufs Zielsystem geschrieben, das wohlgemerkt eine leere PowerEye Instanz ist mit einem leeren nackten Basis i5 OS. Genau, alles, was dafür notwendig ist, ist eben, dass wir dann einen User auf dem System haben, genauso wie eine FTP-Verbindung, die Übertragung hier am Anfang wird jetzt per FTP vorgenommen. Steht dann alles in der Installationsanleitung, was die Voraussetzungen dafür sind. So, jetzt ist die komplett hergestellt, die Config auf dem Target-System, wie unten Genau, steht. Sie sehen ja, wenn Sie die untere Zeile sich anschauen. Ja. jetzt wird die Installation vorgenommen, also die Übertragung ist da, die Daten sind drüben, so jetzt wird alles entpackt. Auf dem Backup-System ist jetzt schon durch, dann geht es jetzt hier auf dem Produktivsystem weiter, also auf dem Zielsystem. Und also jetzt auf dem Source-System,
wo man eben die ganzen Daten hat. Und da ist er jetzt auch gleich schon durch. Und dann sind wir im Grunde mit der Einrichtung schon ziemlich fertig. Danach muss natürlich noch der Lizenzkey eingetragen werden auf beiden Systemen, den man natürlich nach dem Kauf der Software per E-Mail zugeschickt bekommen hat. Kriegt man dann eine schöne E-Mail mit einem PDF, in dem die Lizenzinformationen dann alle stehen, die man hier einfach reinkopieren kann. Genau, hier sehen wir jetzt das Target-System. Wir sehen hier auch, wir kommen auch schon in das Menü rein, ist alles verfügbar. Und hier wird jetzt der Lizenzkey eingetragen. Hier müssen wir eben das alles ausfüllen, ist ja schon vorausgefüllt, da wir mit dem System schon öfters getestet haben. Und das sind eben die einzelnen Angaben, die man dann machen muss. Einmal auf dem Backup-Zielsystem und einmal auf dem Source-System on-prem. Und man sieht auch noch, wenn ich das gerade mal erwähnen darf, natürlich, dass wir auf dem Target-System zum Beispiel 3 Cores hatten. Wir hatten aber, glaube ich, nur 1/10 Core auf dem Target-System in der Cloud, womit man mal auch sieht, wie wenig Rechenleistung manchmal für solche Operationen überhaupt nötig ist. Das heißt, die Cloud kann man deutlich kleiner sizen als die Prod on-prem. Danach ist es hier wichtig, dass wir einmal den E-Mail-Server eintragen, genauso wie auch die E-Mail-Adresse und den Systemnamen und alles, damit dann auch der E-Mail-Versand funktioniert. Denn wir werden automatisch dann benachrichtigt per E-Mail, wenn die Übertragung der Daten abgeschlossen ist. Hier tragen wir jetzt ein, wer da alle benachrichtigt werden soll. Können wir natürlich so viele Leute eintragen, wie wir wollen. Dann kriegen die alle eine E-Mail. Man braucht nicht vor dem System sitzen und auch abwarten, bis es endlich durch ist, sondern wartet einfach nur, bis eine E-Mail kommt. So, und hiermit ist auch schon die Einrichtung abgeschlossen und wir aktivieren jetzt erstmal die Verbindung zwischen beiden Systemen. Und sobald die Verbindung dann steht, sehen auf dem Primärsystem haben wir es aktiviert und auf dem Zielsystem wird es auch automatisch gleich mit aktiviert. Und auf dem Source-System können wir jetzt entscheiden, was wir alles übertragen wollen. Wir wählen hier das ganze System aus, wobei das aber auch nicht heißt, dass wir das ganze System übertragen müssen. Wir können auch hier nochmal mit verschiedenen Filterangaben jeweils Sachen ein- und ausschließen und entscheiden, was wollen wir denn alles. User-Profile, Bibliotheken, IFS, DLO, Spulfiles und wir haben überall noch Filter angepasst. Eingebaut, wo wir überall entscheiden können, was nehmen wir denn alles mit und was dann dementsprechend nicht. Wenn die Systeme einen gleichen Release-Stand haben, können wir so ziemlich alles übernehmen. Falls es unterschiedliche Release-Stände sind, muss man noch ein bisschen mehr ausschließen, da wir ja nicht uns irgendwie das Betriebssystem kaputt machen wollen. Das steht aber auch alles dann in der Beschreibung hinterlegt, was man da dann zusätzlich noch ein- und ausschließen muss. Und er macht jetzt hier auch ganz normal die Datenübernahme in der richtigen Reihenfolge, so wie man es bei der Bandübernahme eben auch machen würde. Zuerst mal müssen die User da sein, damit denen dann die Objekte richtig zugeordnet werden können. Und dann geht es eben Stück für Stück los mit den Bibliotheken, mit den ganzen Konfigurationseinstellungen und alles, also die ganzen Devices, was da alles gibt. Was man da eben alles haben will. Und danach geht es weiter mit den Bibliotheken, IFS, DLO und Spulen. Und wenn das alles drüben ist, werden natürlich die Berechtigungen nochmal ganz zum Schluss aktualisiert, damit die Berechtigungen nach allem richtig gesetzt sind. Und dann kriegt man die E-Mail und es ist abgeschlossen. Jetzt sehen wir hier noch kurz, wie ja die User eben auf dem Target-System schon einspielt. Das sind jetzt erstmal nur die User, die hier ankommen. Also beide Systeme arbeiten fleißig. Das Primärsystem schickt immer wieder noch neue User-Daten und das empfangende System arbeitet die eben ab und erstellt die ganzen User schon. So, und jetzt sind alle User angekommen.
Und der nächste Schritt ist jetzt, dass wir die Übertragung der restlichen Daten sehen. Und wir sehen hier auch wirklich oben, was wurde schon übertragen, wie viel MB. Und in der unteren Liste sehen wir Stück für Stück, welche Befehle noch alle abgesetzt werden müssen auf dem Ziel und auf dem Source-System. Das haben wir jetzt natürlich ein bisschen Zeitraffer beschleunigt. Also das war als Setup eine Verbindung zwischen uns in Karlsruhe und dem RZ der IBM in Frankfurt. Und das Ganze wurde über dieses IBM VPN as a Service verbunden. Und die Leitung war, glaube ich, eine gar nicht so dolle. Wir haben extra mal eine langsame genommen. Ich glaube, das war eine 100 Mbit Leitung. Ja. Eine synchrone oder eine asynchrone? Ich glaube, eine synchrone, ne? Eine synchrone, aber eine shared. Okay, also da war auch noch anderer Traffic drauf. Okay. Also da haben dann auch die Kollegen ganz normal bei den Kunden gearbeitet, auf der gleichen Leitung. Also wie man sieht, auch im nicht glasfaserverwöhnten Westdeutschland ist das heute etwas, was man durchaus ganz locker machen kann. Und die Laufzeiten sind so, dass bei normaler durchschnittlicher Workload das Ganze über so eine Leitung innerhalb eines Tages erledigt ist. Oder einer Nacht. Genau, je nach Leitung, je nach Datenabkommen. Es wird natürlich auch alles noch komprimiert, bevor es verschickt wird. Sehen jetzt hier mit dem ist er durch, jetzt geht das GPS weiter. Also es ist viel einfacher als die ganzen manuellen Tätigkeiten, die auch fehleranfällig wären. Und die auch ein Sicherheitsrisiko für, sage ich mal, Verlust von Daten natürlich immer beinhalten. Ne? Gerade Bandtransporte, wenn sowas wegkommt, da sind ja die Kronjuwelen der Firma drauf. Hieran kommt keiner. Genau. Und wenn einem dann im Nachhinein auch nach dieser Übertragung auffallen sollte, dass man irgendwas am Anfang ausgeschlossen hat, was man dann später doch noch haben will, dann kann man das jederzeit einfach nochmal anstoßen und bestimmte Sachen einzeln nochmal synchronisieren. Hier geht es dann spulrücken. Genau, und das war es auch schon. Also kein Hexenwerk. Kann man wirklich jedem beibringen. Ja, und ist vor allen Dingen jede Generation, die ich tausche, immer identisch zu verwenden. Das heißt, gehe ich von Power 8 auf 9, von 9 auf 10, von 10 auf 10 und was dann als Next kommt, wäre der Vorgang hier trotzdem völlig identisch. Und er ist halt mit Einmalkosten fix kalkulierbar und die Einmalkosten sind geringer als die Dienstleistungsaufwände, die ich herkömmlich habe, wenn ich die auch vor allem beauftrage. Was gibt es noch zu sagen? Chris? Ich bin durch. Ja, ich überlege gerade, ich hatte gerade noch einen Ansatz, den ich auch nochmal loswerden wollte. Ja, also im Real Life sehen wir viele Kunden, die heute zwei Maschinen on-premise haben und darauf nicht entwickeln und testen wollen. Wir haben jetzt vor kurzem wieder neue Kunden mit IBM mir im Projekt gehabt und die haben gesagt, so eine Kiste in der Cloud würden wir gerne mal testen, aber wir brauchen unsere Anwendung da drauf, sonst bringt uns das nichts. Und dann haben wir das hier ins Spiel gebracht und haben wir relativ zügig hier die Maschine remote installiert. Das haben jetzt unsere Mannschaft um den Jetzler herum gemacht und hat dann den Kunden quasi mit Hilfe dieser Remote Deployment Cloud Migrationssoftware in die Cloud der IBM verschoben, zusätzlich zur normalen Umgebung. Und aktuell ist es so, dass der Kunde jetzt inzwischen damit plant, sein zweites System, das er für Hochverfügbarkeit geplant hatte, nicht mehr selber zu betreiben, sondern diese Hochverfügbarkeitsinstanz in der Cloud der IBM zu betreiben. Nicht nur, weil es günstiger ist und auch sicherer, sondern weil es obendrein auch noch natürlich eine Georedundanz für ihn bringt, die er so auch nicht hätte. Und da ist es halt auch günstiger zum Festpreis der Maschine bei IBM, wo der Strom ja dann auch mit drin ist und die Sicherheit ist ja auch einkalkuliert und eingepreist. Das ist wesentlich günstiger, als einen zweiten Standort selber aufzubauen, den zu unterhalten, zu betreiben und dann noch mit Strom, Wasser und Schutzeinrichtungen auszustatten. Also da ist das, sage ich mal, Preismodell und der Use Case für Disaster Recovery oder auch High Availability aktuell, würde ich sagen, mit der Cloud unschlagbar. Generell würde ich auch nicht unterschreiben, dass Cloud immer billiger ist, aber in dem Kontext ist es das definitiv um Längen. Weil Cloud
wie On-Prem zu vergleichen, ist im Prinzip Äpfel und Birnen vergleichen, weil da werden oft auch bei den Vergleichen Dinge unterschlagen, wie ich gerade schon sagte. In der Cloud sind in der Regel die Stromkosten ja bereits enthalten. Wer bei sich im Rechenzentrum rechnet noch den Strom auf die Maschinenkosten drauf? Die wenigsten. Und ja, und USV etc. pp., alles, was so drumherum angeklemmt wird. Und ja, wie gesagt, in diesen Use Cases können wir auch, wenn einmal die Maschine mit dem Migrate 23 repliziert ist in die Cloud, natürlich auch dann in einen Clusterbetrieb mit einer Disaster Recovery oder mit einer Hochverfügbarkeit übernehmen oder auch hinter Cloud-to-Cloud Availability-Konstruktionen bauen. Also auch kaskadierte Replikationen. Also mal angenommen, Sie würden Ihre Maschine on-prem als Single Machine betreiben. Die zweite Instanz wäre dann von mir aus bei IBM als Failover-Instanz in Frankfurt. Da machen Sie schön auch virtuelle Bänder von und legen die nach Cloud Object Storage. Diese Images, die Sie dort haben, könnten Sie als Boot-Images aber auch genauso gut nach Japan, USA oder sonst wohin deployen, direkt von Cloud zu Cloud innerhalb der IBM Cloud und dort restoren. Falls Sie dort Niederlassungen haben, können Sie dort den Mitarbeitern eine lokale Instanz anbieten, ohne lange Wege quer einmal um den Globus durchs Netz. Also es gibt da wahnsinnig viele Spielmöglichkeiten. Und wir haben ja auch bei der TSP historisch auch ein paar größere Logistiker als Kunden, die inzwischen auch natürlich in 80 Ländern so etwas mehr als 100 IBMI-Maschinen miteinander im Einsatz haben, nur bei sich im Rechenzentrum. Und ich denke, dass wir mit diesen Lösungen, die wir hier halt geschaffen haben, eine starke Vereinfachung für alltägliche, ja, Infrastrukturaufgaben geschaffen haben. Und die sind so einfach zu handhaben. Mit ein bisschen Routine kriegt das selbst der Azubi hin. Dafür muss man nicht mehr den Senior Developer abstellen. Migrationen wie diese sind, ja bitte. Mittlerweile haben wir auch einen Kunden, der alle paar Wochen jetzt mit dieser Lösung auch ein Testsystem immer wieder aktualisiert und einfach gezielt Bibliotheken, also ganz bestimmten Pool von Bibliotheken immer wieder auf das Testsystem rüber kopiert einmalig und das alle paar Wochen wiederholt, damit er da immer wieder aktuelle Daten hat, aber nicht brandaktuell, sondern immer wieder einen Stand und dann kann er 2, 3 Wochen damit testen mit diesen Stand und dann testet er damit und irgendwann aktualisiert er die wieder mit den aktuellen Produktivdaten. Also sowas geht natürlich auch. Man muss nicht immer ein System umziehen wollen, um diese Lösung zu benötigen, sondern man kann eben sowas auch für Testsysteme nutzen. So, und das, was wir Ihnen gezeigt haben, wie eingangs erwähnt, basiert auf dem Ansatz, dass wir über eine Backup-Schnittstelle, wie bei einem Safe 23 hier, Daten lesen und schreiben, allerdings mit unseren eigenen IP-Replikationstechnologien. Aber das ist halt eine Art Backup, das wir hier machen. So, das läuft natürlich im idealen Fall so, dass die User nicht auf dem System sind, damit wir nicht, sage ich mal, geöffnete Files nicht mitnehmen können. Das machen Sie beim Safe 23 genauso. Wenn Sie aber verschärfte Bedingungen haben und eine erhöhte Verfügbarkeit benötigen, können wir natürlich noch einen drauflegen und sagen, auch das ist kein Problem. Dann nehmen wir aber andere Tools und die haben eigentlich den gleichen Kurs für die Migration, was die Lizenz betrifft, aber die haben einen etwas erhöhten Einrichtungsaufwand, weil die Einrichtung natürlich etwas umfangreicher ist. Und dann sieht das bei uns so aus, dass wir hier eben einmal das Migrate 23 haben, wie gerade erwähnt. Das geht über die Backup-Schnittstelle beim Safe 23 kombiniert mit der Replikation und dem Restore. Deswegen haben wir aus dem Safe 23 und Migrate 23 namentlich gemacht, um zu verdeutlichen in einem Wort, dass da drei Schritte drin sind und dass es dem Migrate 23 ziemlich nahe kommt, ist natürlich nicht dasselbe, ist weit mehr. Ich kann natürlich, wie der Herr Schätzler das gerade sagt, das Migrate 23 selektiv machen und immer was nachsynchronisieren, auch für die Developer-Umgebung. Und deswegen kann ich das auch kombinieren mit einer Sync-Möglichkeit. Und ich kann natürlich auch hergehen und das Migrate machen mit unserer HA-Software. Da habe ich natürlich die Möglichkeit, in beide Richtungen zu replizieren und auch in beiden Systemen immer den Stand der Änderungen zu vergleichen und dann dadurch auch durch Vergleichsläufe zwischen Source und Target auch nur die Unterschiede herauszufiltern und auch nur die zu replizieren in dem Moment, wo sich was ändert auf dem Produktivsystem. Das heißt, ich kann dort im Prinzip jegliche Änderungen erfassen in Echtzeit, während gearbeitet wird und kann die auf Sekundärsystem in der Cloud übertragen. Und das Ganze kann ich einrichten, installieren und nutzen, selbst wenn die User online sind.
wenn die User ein entsprechendes Objekt oder eine entsprechende Anwendung oder eine entsprechende Tabelle benutzen und belegen, wartet diese Lösung so lange, bis die nicht gerade im Zugriff ist und repliziert sie dann in dem Moment auf Sekundärsystem. Somit kann ich sicherstellen, auch weil ich Consistency-Checks zwischen Source und Target fahre, dass ich 100% sicher bin, dass diese Systeme synchron sind. Und das im laufenden Betrieb und da muss ich die User nicht runternehmen. Das heißt, ich kann mit dieser letzten Variante im laufenden Betrieb, wenn ich produktiv unter der Woche arbeite, auch unter der Woche gleichzeitig quasi unterm Hintern weg ihr Primärsystem in die Cloud transportieren. So, und das ist heute unser Vortrag gewesen zum Thema Migration. Ich danke Ihnen alle recht herzlich für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Wenn Sie weiterhin hinten raus Fragen haben sollten, stehen wir im Nachgang natürlich unter bekannten Adressdaten zur Verfügung. Wir werden auch in Dortmund vor Ort sein und stehen da Ihnen gerne beim Gespräch auch zur Verfügung. Ich hatte ja heute schon den Vorteil, dass ich mit zwei Bier vorne liege. Kommen Sie vorbei, ich teile es gern mit Ihnen. Der Thorsten Klinge zahlt's und hat dann sich mit seiner KI-Möglichkeit dann auch noch die Möglichkeit, über ihre Anwendungstexte hinweg die Modernisierung zu betreiben. Wir stellen Ihnen das System, auf dem das geschehen kann, risikofrei zur Verfügung. Und es würde mich freuen, wenn Sie jetzt noch 5 Minuten haben und nicht so ausgehungert sind und doch noch mehr hungrig sind nach Antworten auf Ihre Fragen. Dann würde ich jetzt den Robert bitten, mal die FAQ-Session aufzumachen, dass wir mit dem Herrn Schätze hier nochmal auf vielleicht direkte Fragen, Verständnisfragen eingehen können, bevor wir sie in die Mittagspause entlassen.